Unten. Ach, das ist oben. Oh Gott, das war falsch. Mach die Kerze aus. Unten, oben, unten. Uff. Genau. Kommt jetzt eine Wache? Nee. Also, was? Unten, Diamant oben. Unten. Kommt die Wache doch noch. Gut. Müssen wir hier Erscheinungen abfahren. Unten, Diamant. Oben. Ja, die geheime Kammer. Im Real Life wäre ich da nicht durchgekommen, wäre ich viel zu fett für gewesen. Mal geht's aufzeichnen. Oh, ich habe die Gegend jetzt auch durchsucht. Ist so lustig. Hast du Maiget? Nee, Maiget war nur die Linke. Okay. So, ich habe da Aufzeichnung gefunden. Moment. Nee, halt. Falsch. Nana Kanpa Zi Uduya Iya Iya Gat Exa Nana Zi Uduzi Gat Kanpa Nibit. Gesundheit. Muss ich hier zustimmen? So, und ich glaube, unser Kumpel hatte uns irgendwie einen Hinweis gegeben. Wie heißt die Kirsti Dreschers? Ach, Maiget ist der Heilkundige gewesen. Marvik. Okay, egal. Ich weiß aber per Zufall, dass er meinte, das war um kurz vor Mitternacht. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch tatsächlich noch an den Dialog mit ihm. Und deswegen Zeit abwarten. 23 Uhr. Hi. Du bist nicht der, den wir wollen. Seltsam. Ich kann wahrnehmen, dass er da ist. Ach was. Maverick hat seine Hosen längst gewaschen. Wer bist du? Ich bin ein Hexer und du Gerard quälst ist ein einen Unschuldigen. Gleich zuhaut. Du hast Mavericks Leben zerstört und musst dafür diese Welt verlassen. Maverick ein Unschuldiger? Ermordet hat er mich und meine Schwestern. Und unsere Leichen hat er von der Klippe geworfen. Malgret, unser Vater, starb aus Verzweiflung. Nun hat die Vorsehung den Schuft an diesen Ort zurückgeführt. Unsere Rache soll ihn nicht verfehlen. Ich werde prüfen, was du gesagt hast. Wenn es stimmt, komme ich mit Maverick wieder. So, zurück ins Lager. Lagidagi, du. Du musst schon mitsingen. Ja, Jung. Where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Und weiter weiß ich nicht, weil der andere Part auch total anders performt wird. Verdammt, die haben sich verformt! Na, woher? Verdammt, ihr Macht! Die haben sich verformt! Ich hab grad annähernd Berlinert, also. Das kann ja fast nur Mario Barth sein. Das war auch der Herr Barth. Das war sein erstes Programm, wo er über die Preluders und Overground geredet hat. Gott. Warst du eigentlich letztens dabei, also zumindest im TS, wo wir Heroes gespielt haben und ich so geile Mucke gehört habe? Was hattest du denn gehört? La Fee und sowas alles.
Ja, da habe ich dir doch die ganze Zeit die Backstreet Vorschläge Boys genau, die Vorschläge gemacht. So. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von diesem Drehen! Kann ich jetzt wieder mit euch reden, Jungs? Von Quadratmünzen. Oh, und von Drehen! Okay. Drehen! Die wollen mir irgendwie nicht weiterhelfen mit Drehen! Missgeburt! Oh, hier ist ein Seitenausgang? Kann ich den benutzen? Ich hab das Gefühl, der ist verschlossen. So, Maverick mit den vollen Hosen. Hast du etwas erreicht, Hexer? Die Erscheinung sagt, du hättest sie und ihre Schwestern ermordet. Sie wollen Rache. Dafür willst du Geld? Um dir ihre Lügen anzuhören? Du bist ja schlimmer als die, du Missgeburt. Verschwinde, Dämon! Hab ich ihn jetzt beleidigt? Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das tät ich nicht wollen tun. Ich hoffe, ich habe voll gespeichert. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Hä? Bin ich jetzt blöd? Der hat da ein Autosave gemacht, ich weiß gar nicht wofür. Hast du etwas erreicht, Hexer? So. Ich war bei dem Haus auf den Klippen, in dem du einst mit deiner Einheit stationiert warst. Im Keller fand ich einige interessante Sachen. Davon weiß ich nichts und will es auch nicht wissen. Ich will nur diese Erscheinungen loswerden. Wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, kann ich dir nicht helfen. Gut. Die Leute erzählen sich, dass der alte Malget sich mit Flussdämonen anfreundete. Den Fluss ist viel Blut hinuntergeflossen. Und in ihm sollen Wesen hausen, die sich von diesem Bösen ernähren. Das ist alles, was ich weiß. Hast du etwas erreicht, Hexer? Die Erscheinungen benötigen deine unmittelbare Gegenwart nicht, um sich zeigen zu können. Was bedeutet, dass sie tief, zu tief in dein Unterbewusstsein eingedrungen sind. Selbst wenn ich sie jetzt töten würde, kehren sie sofort wieder zurück. Deshalb brauche ich deine Hilfe, um sie zu beseitigen. Wenn es sein muss, was soll ich tun? Warte am Strand auf mich, eine Stunde vor Mitternacht. Ja, okay, irgendwie habe ich die Quest anders in Erinnerung, aber hier geht es auf jeden Fall darum, dass sie haben ihn ja als Mörder bezeichnet. Das stimmt aber gar nicht, denn es waren ja zwei Schwestern heißt die Quest. Da hat man eigentlich schon den Beweis quasi. Und das waren drei Schwestern. Das heißt, das sind... sogar unter den Geistern gibt es einfach nur blutlüsterne Monster, sage ich jetzt mal. Denn er hat auch immer nur von anderen erzählt und anhand der Namen Muron ist sein Sohn, Marisa und Moira sind seine Töchter. Und Malget ist er selber gewesen, das war sein Grab. Und das, was uns Maverick gerade gesagt hat, war die volle Wahrheit, der Typ hat sich mit Dämonen eingelassen. Und die drei Erscheinungen da, ich weiß nicht, was da das Problem ist, aber das finden wir eventuell gleich raus. Ich hätte übrigens nachts nach den Leichen suchen sollen, weil die ich angezündet habe, da bin ich bestimmt fünfmal hingerannt, um dann gemerkt zu haben, oh, die habe ich ja schon angezündet, weil die nur so gegeben haben. Nachts sind die Lichterloh am Brennen. Richtig geil. So, mal gucken, ob das von der Zeit hier noch passt. Ich muss auf jeden Fall, bevor ich da ankomme, nochmal speichern, nicht, dass mich die drei Erscheinungen zerfetzen. Ich höre auf jeden Fall schon wieder Kampfmusik, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Da. Umdrehen! Das geht mir nicht aus dem Kopf, das ist richtig schlimm. Das sah nicht dir. Wieder was Neues, was du Tomi immer erzählen kannst. Was? Umdrehen! Genau. Wieso, was habe ich denn sonst immer gemacht? Nicht, aber Kreaturen du hast ja mal so Phasen, wo du dann ewig lange noch drüber erzählst. Ja. War Domi! Domi! Weißt du das?
Das auch, ja. Das ist kurz vor Mitternacht. Was ist da los, Digga? Das stimmt gar nicht. Es ist 1.35 Uhr. Ja, in real life. Kollege, ich bin da. Ah, jetzt geht's los. Boah, Digga, kommst du, glaube ich, schon wieder seit um 9 Uhr Minecraft, ey. Höchste Zeit, dass du büßt. Her mit deiner Seele. Das ist doch mal ein Arschgespenst. Ich scheiß mir kein zweites Mal in die Hosen. Der Hexer und ich schicken euch dahin, wo ihr hingehört. Naiver Maverick. Dein ganzes Leben lang lässt du dich für dumm verkaufen. Nicht wahr, Geralt? Wovon redet sie? So. Die Erscheinungen behaupten, dass du ihr Bruder bist und sie vor drei Jahren ermordet hast. Stimmt das? Was fällt dir ein? Ich bin Soldat, kein Mörder. Okay, wie auch immer, ich sag mal. Leugnen ist kein Beweis für Unschuld. Bevor ich mich entscheide, muss ich die Wahrheit wissen. Dann sind es halt drei Schwestern. Ich habe noch nie jemanden ermordet. Ich bin Soldat und töte Feinde. Keine Frauen. Spielt das eine Rolle? Auf jeden Fall ist das, was die Mädels da sagen, falsch. Ich hab's jetzt komplett verpeilt, wie da der Zusammenhang war. Dein Wort steht gegen das böser Geister. Aber wir sind und der Hexer. Jetzt hilf mir. Metz sind keine Menschen. Außerdem sind wir ja nicht. Oh, dreh! Stirb. Ich hoffe, der verreckt mir jetzt nicht. Alter. Kick ihn, spürt's nicht. Geister mit Schwertern haben auch irgendwie so Squeak. Na, wie bei Herr der Ringe. Ja, so in etwa, nur als Frauen. Und ohne Brüste, die haben so abgebundene Brüste, sieht aus, als wäre es ein Zensurbalken. Richtig gut. Easy Power! Bisschen schnell. Ich muss ihn eigentlich immer nur den ersten Angriff machen lassen, weil dann kann ich nachsetzen. Ein bisschen wie bei SAO. Switch! Ich mach das wirklich hier gerade, es läuft auch gut. So, jetzt hat er meinen Quen. Hat er sie gekillt, na toll. Das werde ich dir nie vergessen. Du hast mich dafür bezahlt. Und er bezahlt. Ein kleiner Preis für meine Seelenruhe. Ich finde, du schuldest mir eine Erklärung. Sag mir endlich die Wahrheit. Ich wurde direkt an der Grenze geboren. General Vandergrift wusste, dass ich hier jeden Winkel kenne. Deshalb hat er mich zum Anführer der Kundschafter gemacht. In meinem Elternhaus bezogen wir Quartier. Das ist doch der Bruder. Das Haus. Eines Tages war ich etwas länger auf Patrouille. Als ich zurückkehrte, fand ich hinter dem Haus den Vater, wie er die Gräber aushob. Was war geschehen? Ehre war seine fixe Idee. Er sorgte nicht nur für uns, sondern brachte uns auch Anstand bei. Dann kam die irdirnische Soldateska und schändete seine Kinder. Das konnte er nicht ertragen. Er gab es nicht zu, doch seine Kleider waren blutig. Wir kämpften. Er fiel von der Klippe. Okay, jetzt hat er umgebracht. Warum wollten die Geister dann deine Seele haben? Sie mochten wohl keine Vatermörder. Ach so, war das. Vielleicht. Jetzt zeig den Beweis für dein Heldentum im Lager und stell deine Ehre wieder her. Egal. Falsche Schlussfolgerung, richtiges Ergebnis. Ist ja wie bei TTT.